Mein Name ist Beate Gillis. Ich bin im letzten Jahr 50 geworden und habe jetzt 11 Jahre lang im Bistum Limburg als Dezernentin für Kinder, Jugend und Familie gearbeitet. Davor war ich schon mal ein bisschen weiter im Süden, nämlich in Stuttgart in der Bildungsarbeit. Und ursprünglich aber bin ich am Rhein groß geworden. Von daher fühle ich mich jetzt hier in Bonn auch schon wieder heimatlich. Ich bin im Süden von Düsseldorf in Monheim, Baumberg aufgewachsen und habe dann hier in Bonn studiert. Das ist also so ganz grob mein Lebensweg. Die Kompetenz, die ich mitbringe, ist eine große Vielfalt, weil ich einfach jetzt in so einem Bistum schon für viele Themen zuständig war und auch aus der Bildungsarbeit schon eine große Breite mitbekomme. Ich war immer jemand, die da einfach schon breit aufgestellt war. Das ist, glaube ich, eine wichtige Kompetenz, neben auch der Leitungserfahrung, die ich jetzt schon im Bistum Limburg habe. Mein Dezernat ist schon auch relativ groß, also das heißt viel Personalverantwortung, damit bin ich vertraut. Und auch in der Gestaltung von Prozessen, ganz einfach Themen voranzubringen und da einen Akzent zu setzen. Ich bringe jetzt mit inhaltlich wirklich die Anwaltschaft auch für den Bereich Kinder, Jugend, Familie. Ich fand das immer ein total schönes Themenspektrum. Ich habe immer gesagt, von der Wiege bis zur Bahre, die Lebensphasen der Menschen einfach nochmal zu begleiten und zu schauen, was können wir da als Kirche machen. Das war jetzt über 11 Jahre lang in Limburg mein täglich Brot sozusagen. Und wir haben da als Kirche sehr, sehr gute Angebote. Und wir sind langsam rausgekommen, dass wir sagen, zum Beispiel Familienbildung, das ist eher etwas Randseitiges. Das ist, und wir haben das im Bistum Limburg eben nicht getrennt zwischen Pastoral und Bildung, sondern es ist ein Kerngeschäft unseres kirchlichen Engagements auch. Und diese Perspektive bringe ich mit. Das ist, glaube ich, wichtig, dass die Organisation auch bereit ist dafür. Es ist sicherlich ein bisschen ein Kulturwandel. Das hat aber, glaube ich, jetzt gar nichts mit mir als Frau zu tun, sondern Pater Langendörfer war sehr lange hier in der Organisation, ist auch darin natürlich nochmal, die Organisation hat sich verändert, er hat das mitgestaltet. Und da freue ich mich jetzt einfach darauf, auch daran anknüpfen zu können. Und gleichzeitig werde ich sicherlich an der einen oder anderen Stelle in ein Fettnäpfchen treten, weil ich um eine Kultur im Haus nicht weiß. Das wird auffallen. Ich glaube, es gibt genug Menschen hier, die mich dann darauf aufmerksam machen werden. Und dann werden wir gemeinsam Wege finden. Und es darf sich auch weiter verändern und da möchte ich meins dazu tun. Aber ich bin da nicht allein unterwegs. Ich bin eine, die in diesem Spiel eine Rolle spielt und sicherlich keine unwesentliche. Aber es geht nur in dem gemeinsamen Team und da ist ja ein starkes Team hier auch mit den Bereichsleitern und Bereichsleiterinnen da. Also von daher, daran werde ich anknüpfen.